Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala Ali wa sahbihi ajma'in. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, aller Lob sei Allah, dem Herrn der Welten, und Friede, Segen sei auf dem edlen Gesandten und seiner Familie und seinen Gefährten insgesamt. Wir haben darüber geredet, wie man die Liebe zu Allah vermehren kann. Weil der Muslim, der Mu'min, muss Allah über alles leben. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Und die, die glauben, sind heftiger in ihrer Liebe zu Allah. Die, die den Süße des Glaubens schmecken wollen, müssen Allah über alles glauben, Allah über alles lieben. Wie vermehrst du die Liebe? Wir haben vier Punkte aufgezählt. Jetzt kommt aber noch ein Punkt, der eigentlich wichtiger ist als das. Der ist, dass Allah dich liebt. Weil es könnte sein, dass jemand sagt, er liebt Allah oder behauptet, er liebt Allah, aber er kennt Allah nicht. Und er denkt, er liebt Allah, aber Allah liebt ihn nicht. Zum Beispiel gibt es verschiedene Gruppen im Islam, die falsche Wege gegangen sind. Die sagen, sie lieben Allah, aber sie machen vielleicht Schirk zur selben Zeit. Sie beten vielleicht andere an neben Allah. Subhanallah. Und der Mu'min, das ist halt der Gläubige, das muss seine Begierde sein, dass Allah ihn liebt. Und ein Mu'min, ein Gläubiger, der soll sich niemals sicher sein, dass er schon im Paradies ist. Das ist Weg vom Satan. Es gibt einige Glaubensgemeinschaften, die sagen zu dir, ja, wir sind schon wiedergeboren, wir kommen ins Paradies. Subhanallah. Einige christliche Sekten sagen, ja, wir sind schon drin, wir sind wiedergeboren, alle Sünden sind bezahlt, wir kommen ins Paradies. Das ist Weg. Ein Irrweg. Warum? Stell dir mal vor, jemand würde bei dir zu dir kommen mit einer Versicherung. Der würde sagen, ja, wir bezahlen alles, du musst gar keinen Beitrag bezahlen. Würdest du dem glauben? Das ist Einflüsterung vom Satan, um dich nachlässig zu machen. Deswegen ist es auch Einflüsterung vom Satan, was einige Muslime haben, die sagen, der betet nicht, der fastet nicht, der macht nichts. Freundin, Drogen, Disco, Schlägereien, Betrug. Und was sagt er? Allah Ghafur Rahim, Allah vergibt schon. Ja, Allah vergibt schon. Der hat Hoffnung auf die Begegnung mit Allah. Aber Allah sagt, wer berechtigt ist, Hoffnung auf die Begegnung mit ihm zu haben? Was sagt er? فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِكَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Wer auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, was soll der machen? Und sie sagen auch, ja, Allah wird mir schon vergeben. Das ist vom Satan. Du sollst auch nicht an der Barmherzigkeit Allahs verzweifeln, das niemals. Du weißt, Allah vergibt alle Sünder. Aber du musst immer dir sagen, ich bin noch nicht im Paradies. Warum? Weil das ist die Herangehensweise der Gläubigen. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat gebetet, bis seine Füße angeschwollen sind. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat am Tag 100 Mal Astaghfirullah gesagt, Allah um Vergebung gebeten. Ein Zeichen der Dankbarkeit, obwohl, kennst du eine Sünde vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, guck, das ist die Herangehensweise, das ist die Haltung des Gläubigen. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat Hudhaifa die Namen der Munafiqun gesagt. Die Namen der Munafiqun, der Heuchler. Das heißt, die im tiefsten Feuer sind, die denken, sie Muslime, sind gar keine Muslime. Oder die den Islam zeigen, aber innerlich Kuffar sind. Innerlich keine Muslime sind, keine Gläubigen sind. Er hat diesen Namen, Allah, der Jibri, Allah hat ihm die Namen berichtet von den Heuchlern. Der Prophet wusste die Namen, hat sie den Menschen erstmal nicht erzählt, aus Maslaha, weil hätte nichts gebracht. Das zeigt, du musst auch nicht bei jemandem gucken, ach, der ist ein Heuchler, der ist ein Heuchler, das ist für Allah. Subhanallah, guck. Umar al-Khattab, derjenige, über den der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn er auf der Straßenseite geht, der Satan kommt ihm entgegen, der Satan wechselt die Straßenseite. Subhanallah, dieser Mensch mit dieser Gottesfurcht, der das Wort, der hört vom Koran, Amma yatasa'alun anin nabi'il azim, anin nabi'il azim. Sie befragen sich, anin nabi'il azim, über die große Kunde, über die gewaltige Kunde. Ja, nabi'il azim. Der fängt an zu weinen. Der hat zwei Verse vom Koran. Subhanallah. Diesen Iman, und was fragt der?
Der fragt Hudhaifa, Hudhaifa, also gib mir den Namen. Er sagt, nein, darf ich keinen weitergeben erstmal. Der Prophet s.a.w. hat übrigens alles offen verkündet von der Religion. Ja, wie du Gott dienst, wie du zu glauben hast. Nur diese Sachen hat er nicht, aber nach dem Tod sind sie auch bekannt geworden, die ganzen Sachen. Ne? Weil es gibt einige Leute, die sagen, durch diesen Vers sagen sie, es gibt geheimes, durch diesen Hadith sagen sie, es gibt geheimes Wissen in der Religion. Aber Allah sagt im Koran, Ya ayyuha Rasul, weil ich will das direkt mit auf den Weg geben, damit die Leute nicht in die Irre gehen. Ya ayyuha Rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fa in lam taf'al, fa ma balaghta risalatahu. Wallahu ya'simuka minan nas. Das heißt, o Gesandter, verkünde offen, was von Allah zu dir herabgesandt worden ist. Und wenn du es nicht tust, dann hast du die Botschaft nicht überbracht. Und da sagt Aisha, dass dieser Vers, Aisha radiallahu anha, diejenigen Lügen straft, die sagen, es gibt verborgenes Wissen oder Wissen, was den einen gegeben worden ist, den anderen nicht. In diesem Fall ist es ein Spezialfall für die Munafikun. Hat nichts mit Ibadah zu tun. Es ist nicht etwas, was dich Allah näher bringt. Es ist nicht etwas, was du wissen musst von Allah und dem Gesandten. Weil bringt dich das weiter, wenn du weißt, wer die Munafikun sind? Nein. Bringt dich nicht weiter. Ist es ein Nutzen für dich? Nein. Aber das, was für dich Nutzen bringt, wie du Gott anbetest, wie du an Allah zu glauben hast, welchen Weg du zu gehen hast, ist das, was der Prophet offen verkündet hat für jeden Mensch. Ansonsten wäre es unfair. Wir sind keine Religion von Kasse, Raste oder so. Wir sind eine Religion, eine offene Religion, wo jeder hinter jedem beten kann. Subhanallah, du betest mit dem König in einer Reihe, mit dem Bettler in einer Reihe, alle beten in einer Reihe, stehen Schulter an Schulter. Das nur kurz dazu. Der Umar al-Khattab wollte nur wissen, ob sein Name dabei ist. Subhanallah. Abu Bakr radiallahu anhu, der Mensch, der Beste nach den Propheten, wie der Prophet s.a.w. gesagt hat, der Beste nach den Propheten, dieser Mensch mit dieser Taqwa. Eines Tages, der Prophet fragt die Leute, wer steht heute von euch auf dem Fasten? Abu Bakr sagt, ich. Er sagt, wer von euch hat heute eine Janaza begleitet, ein Totengebet? Er sagt, ich. Wer von euch hat heute einen Armen gespeist mit Essen? Abu Bakr sagt, ich. Wer von euch hat einen Kranken besucht? Abu Bakr sagt, ich. Alle vier Sachen. Spannend, der hat direkt alles mitgenommen. Der Prophet sagt, dass das Paradies hat 8 Tore. Einer wird von dem Tor gerufen, einer von dem. Das heißt, je nachdem die Ibadah, die er besonders viel gemacht hat. Und Abu Bakr sagt, gibt es auch einen, der von allen 8 Toren gerufen wird. Subhanallah. Das ist das Bewusstsein von ihm. Und Abu Bakr sagt, ich bin mir eher. Und der Prophet sagt, Abu Bakr fiel Jannah. Abu Bakr kommt Jannah. Aber trotzdem, er sagt, ich bin erst sicher, wenn ich mit beiden Füßen drin bin. Wenn ich mit dem rechten drin bin, noch nicht. Ich muss mit beiden Füßen im Jannah, im Paradies sein. Das ist die Herangehensweise der richtigen Gläubigen. Umar al-Khattab sagt, wenn ein Rufer vom Himmel rufen würde, alle Leute gehen ins Paradies außer einer, hat gesagt, dann würde ich denken, dass ich derjenige bin, der in die Hölle geht. Subhanallah, dieses Bewusstsein, deswegen du sollst dir nicht sicher sein, dieses sicher ist vom Satan. Du bist dir sicher, wenn du Islam richtig praktizierst, kommst du ins Paradies. Da gibt es keinen Zweifel. Aber wer gibt dir die Garantie, dass du am Ende nicht nur einen Fehler machst? Wer gibt dir die Garantie, dass dich eine Sünde nicht einholt? Das ist die Herangehensweise der Gläubigen. Zur selben Zeit dürfen die Gläubigen aber niemals denken, dass es auch vom Satan, dass Allah ihnen nicht verzeihen wird. Weil Allah sagt im Koran, Ya ibadi alladhina amanu, La taqnatu min rahmatillah. O ihr Gläubigen, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah vergibt alle Sünden. Das heißt, im Diesseits, solange du lebst, er vergibt alle Sünden, aber im Jenseits, welche Sünde vergibt er nicht? Schirk. Kufr. Dass man nicht in Islam glaubt. Dass man den Koran verleugnet, dass man den Prophet verleugnet, dass man andere neben Allah anbetet. Egal, ob man Mohammed anbetet, Jesus anbetet, Maria anbetet, einen Stein anbetet, einen Baum anbetet, einen Engel anbetet, egal was man anbetet, außer den allmächtigen Gott, den Schöpfer. Und der stirbt mit dieser Sünde, ohne im Leben zurückgekehrt zu sein, er wird für ewig in die Hölle gehen. Das ist die Sünde. Ansonsten, aber im Diesseits, La taqnatu min rahmatillah, verzweifle nicht an der Barmherzigkeit Allahs, inna Allah,
Weil es könnte vielleicht sein, dass sich jemand Gedanken macht, warte mal, hier sagt Allah, vergibt alle Sünden. Und an anderer Stelle sagt Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah vergibt es nicht, dass man Schirk macht, aber er vergibt, was darunter ist, wem er will. Also, dass man andere dem Allah anbietet, vergibt er nicht. Das bedeutet, wenn du mit dieser Sünde gestorben bist. Weil der als Gläubiger stirbt, der als Muslim stirbt, kann sein, er geht in die Hölle, wird dort gereinigt und kommt danach ins Paradies. Aber wer ohne das stirbt, für Ewigkeit verloren. Jetzt sehen wir auch die erste Eigenschaft. Jetzt zählen wir vier Punkte auf, die uns dazu bringen, dass Allah uns liebt, uns mehr liebt. Jetzt wird noch jemand sagen, vielleicht, wenn er mit einem Christen diskutiert, er sagt zu dir, Allah liebt, Gott liebt alle Menschen. Ja? Er sagt zu Gott, liebt alle Menschen. Wie antworten wir darauf? Wir sagen als allererstes, unsere Quelle, Koran sagt, Allah liebt nicht die Übertreter. Allah liebt nicht die. Allah liebt nicht die. Würde sagen, guck mal, bei uns ist besser, bei uns liebt Gott alle Menschen. Wie antwortest du darauf? Als allererstes, du musst dir immer eins im Kopf halten, weil das ist ein großes Problem, was viele von uns haben in der Diskussion. Religion ist kein Wunschkonzert. Die Wahrheit ist kein Wunschkonzert. Weil du etwas schöner findest, heißt das nicht, dass das die Wahrheit ist. Du sagst zum Beispiel, ich muss fünfmal beten, dann sagt er ja, unsere Religion ist besser. Dann muss man nur einmal am Tag beten, beispielsweise. Ist es ein Beweis dafür, dass es wirklich so ist? Nein. Du kannst zum Beispiel auch in die Schule gehen, du hast einen Lehrer, der gibt dir nie Hausaufgaben auf. Der gibt dir nie Hausaufgaben auf. Dann kommst du in die Oberstufe und du kommst immer durch mit 1, 1, 1. Dann kommst du in die Oberstufe rein und dann bist du in demselben Fach eine Null, weil du dich nie anstrengen musstest. Heißt das, dass dieser Lehrer besser war als der Lehrer, der streng gewesen ist? Nein. Und genauso ist es, wir müssen uns nicht auf solche Sachen einlassen. Ach, bei uns in der Religion ist alles leicht, spielt gar keine Rolle. Das ist kein Maßstab für die Wahrheit. Die Wahrheit, Maßstab für die Wahrheit ist das fehlerlos. Wir sagen, Allah sagt im Koran, er liebt einige Leute nicht. Inna Allah yuhibbul ladina amanu, Allah liebt die Gläubigen, Allah liebt die Gutes tun, Allah liebt und so weiter, die Muslimen, die... Alles klar. Das ist unser erster Beweis. Und dann sagen wir, okay, wenn du damit kommst, kommen wir mit der Logik als nächstes. Wir brauchen eigentlich gar nicht mehr weiter zu diskutieren, weil wir glauben an Koran. Koran sagt, nein, Allah liebt nicht alle Menschen. Jetzt kommen wir mit der Logik. Wir sagen, liebt Allah Adolf Hitler? Oder liebt Gott diejenigen, die laut Christentum für alle Ewigkeit in die Hölle kommen? Das ist eine komische Liebe, oder? Wir sagen, Allah liebt nicht diejenigen, die für Ewigkeit in die Hölle gehen. So jetzt, nächster Punkt, dann kommen wir mit der Bibel. Beispiel, Beweise, dass Allah nicht alle liebt. Hohe Lieder Salomons, wenn ich mich richtig erinnere, wer Fragen hat, ich kann es auch raussuchen, ich habe die Bibel heute nicht dabei. Wenn ich mich richtig erinnere, Hohe Lieder Salomons, Kapitel 5, Vers 17. Dort steht, Gott liebt nur diejenigen, die mit der Weisheit leben. Das heißt, die anderen nicht, oder? Dann suche ich eine Bedingung, entweder oder. Im Neuen Testament bei Johannes steht, Gott hat Zuneigung zu euch, weil ihr Zuneigung zu mir habt, soll Jesus gesagt haben zu seinen Jüngern, zu den Hawariyun. Das heißt, man muss nicht eine Sache nehmen und alles andere verlassen. Das heißt, wir haben Beweis vom Koran, wir haben Beweis von der Logik und wir haben Beweis von der Bibel selber gegen dieses Statement. Nächste Sache, und wir sind uns bewusst, Religion ist kein Wunschkonzert. Wenn wir jetzt sagen, Allah liebt die Menschen, was ist dies für eine Liebe? Ja? Wir müssen ja eins wissen, dies ist eine Eigenschaft von Allah, dass er die Menschen liebt. Es gibt Eigenschaften seines Wesens und Eigenschaften seiner Taten, die er macht. Allah liebt die Menschen, was ist das für eine Liebe? Hier müssen wir eine Regel beachten, jede Liebe, jede Sache, mit der Allah sich beschreibt im Koran, müssen wir drei Dinge anwenden, drei Verse. Erster Vers ist in Surat al-Baqarah. In Surat al-Baqarah sagt Allah subhanahu wa ta'ala, beschreibt die Gläubigen und sagt über die Gläubigen, als allererstes, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ أَلِفْ لَا مِيمْ أَلِفْ لَا مِيمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي An diesem Buch, Koran, gibt es keinen Zweifel. هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Was ist das Verborgene?